Anschnallen zum Vollgas-Wochenende auf Sport 1. Am kommenden Samstag und Sonntag gastieren ADAC GT Masters, ADAC TCR Germany sowie der Porsche Carrera Cup Deutschland im niederländischen Zandvoort. Das bedeutet mehr als 5 Stunden Tourenwagensport von der Nordseeküste live im TV auf Sport 1 und Sport 1 sowie im Livestream. Für alle Motorsportfans gibt es zudem noch die Rallye Deutschland live im Free-TV. Kirchhöfer, Keiwitz zurückschlagen. Die Saison in der ADAC GT Masters entwickelt sich zu einem absoluten Krimi. Mit 4 Rennwochenenden innerhalb von 7 Wochen geht die Liga der Supersportwagen in die entscheidende Phase. Lediglich einen Punkt trennen das führende Corvette-Duo Marvin Kirchhöfer und Daniel Keiwitz vom Verfolger-Duo Markus Pommer und Maximilian Götz im Mercedes GT3. Service, Fahrerwertung. Allerdings erlebten Kirchhöfer, Keiwitz beim letzten Rennwochenende auf dem Nürburgring einen herben Rückschlag. Während Pommer, Götz im ersten Lauf auf Position 3 und im zweiten Rennen auf Rang 2 ins Ziel kamen, schieden die Gesamtwertungsführenden jeweils frühzeitig aus. Das Wochenende müssen wir jetzt ganz schnell abhaken, fasste Keiwitz das enttäuschende Gastspiel in der Eifel zusammen. Sein Teamkollege war dagegen direkt wieder im Angriffsmodus und erklärte, ins Antwort geben wir wieder alles, Teamduell im Porsche Carrera Cup, ebenso spannend geht es auch im Porsche Carrera Cup Deutschland zu. Nach 2 Siegen zum Saisonstart von Michael Ammer-Müller konnte Thomas Preining 5 der letzten 6 Rennen für sich entscheiden und liegt damit punktgleich mit seinem Teamkollegen auf Rang 1 in der Fahrerwertung. Service, Fahrerwertung. Lediglich der Niederländer Jaap van Lagen konnte am vergangenen Wochenende die Dominanz der beiden BWT Lechner Racing Piloten durchbrechen. Mit dem Ausgang der Meisterschaft wird er allerdings nichts mehr zu tun haben. Selbiges dürfte auch für Larry ten Voorde gelten. Angesichts von 53 Punkten Rückstand bei noch 6 ausstehenden Rennen sollten die Chancen des Niederländers im Kampf um den Titel minimal sein. Dennoch wird der 21-Jährige alles daran setzen, vor heimischem Publikum seinen ersten Sieg einzufahren. Lokalmatador hofft auf Heimsieg. Deutlich enger geht es im Kampf um die ADAC TCR Germany zu. Lediglich 29 Punkte trennen den meisterschaftsführenden Harald Protschik von Mike Halder auf Position 4. Eine Prognose über den Ausgang der Meisterschaft ist deshalb kaum möglich. Service, Fahrerwertung. Ein Umstand, der ganz nach dem Geschmack der Piloten ist. Die Meisterschaft wird erst im allerletzten Rennen auf dem Hockenheimring entschieden werden. Erst dann wissen wir, wer ganz oben steht, sagte Lokalmatador Nils Langefeld. Der Audi-Pilot gilt bei seinen Kollegen als absoluter Top-Favorit auf dem Dünenkurs, den er besser als alle anderen Fahrer im Feld zu kennen scheint. Ich gehe davon aus, dass Nils Langefeld schwer zu schlagen sein wird, erklärte beispielsweise Harald Protschik. Mike Halder stimmte zu. Nils Langefeld kennt die Rennstrecke in Zandvoort bestens. Das ist ein Vorteil, weil die Strecke sehr anspruchsvoll ist, so können Sie das Motorsport-Wochenende in Zandvoort live verfolgen. Samstag, 18. August 2018, ADAC GT Masters, erstes Rennen ab 13.10 Uhr im Sport 1 Livestream und live im TV auf Sport 1 und Sport 1 Porsche Carrera Cup ein. Rennen ab 16.00 Uhr live im TV auf Sport 1 und Sport 1 ADAC TCR Germany ein. Rennen ab 16.45 Uhr im Sport 1 Livestream und live im TV auf Sport 1 und Sport 1 Sonntag 19. August 2018, ADAC TCR Germany 2. Rennen ab 9.45 Uhr im Sport 1 Livestream und live im TV auf Sport 1 und Sport 1 Porsche Carrera Cup 2. Rennen ab 11.25 Uhr live im TV auf Sport 1 ADAC GT Masters. Zweites Rennen ab 13 Uhr im Sport 1 Livestream und live im TV auf Sport 1 und Sport 1.